kriegen wir aber alles hin. Kriegen wir alles hin, dass es passt. Das ist so ein bisschen komplett neue Produktionskette plus verteilt über zwei Inseln und. Generell. So, Guacamole. Weggeschickt von Holguin, das zu machen, nicht von Pina del Rio. So. Müsste es jetzt ein Zwischenprodukt sein, ja. Und da hätte ich eigentlich auch die Tortillas vermutet. Holguin Guacamole. Richtig geschrieben, Guaca. Guacamole, ja. So. Wo sollen die Tortillas noch dabei sein? Sind die vielleicht bei Rohmaterial? Ne, da ist die Pottasche. Baumaterial? Ne. Konsumgut? Eigentlich ja auch nicht. Wir haben ja da oben alle Waren drin. Alle Waren, neue Welt. Bietet es uns nicht an. Okay, muss ich mal Taludas wohl kontaktieren. Die Menschen lassen sie hochleben. Weil so können wir es ja nicht anschmeißen. So, meist haben wir da Pottasche, dürfte jetzt da oben auch so langsam mal. Genau, das läuft jetzt auch an. Das liefe noch besser, wenn wir hier Bechamel und Footprint und Ferras und generell alles reinschmeißen. Da vielleicht noch zwei, drei mehr bauen. Das Ganze auch in hübsch. Das reicht ihr schon. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Wird halt jetzt zur Straße noch gedreht jeweils. So. Das, die Felder machen wir noch hübsch. Und ebenso da oben. Mal die Guacamole-Küche. Haben wir die nicht drüben gebaut? Ich bin verwirrt. Die haben wir doch hier gebaut, die Guacamole-Küche. Die haben wir hier gebaut, da hinten. Jo, das brauchen wir doch gar nicht, den Quatsch da drüben. Können wir abreißen. Da können wir uns auch die Guacamole-Route sparen. Wo bist du? Das war jetzt ein Denkfehler. Ich kann zeigen, irgendwas stimmt da nicht. Ihr könnt nämlich weg. Die waren da geplant und dann haben wir gesagt, nö.
geht ja auch drüben, weil die 500 Opreras sparen wir uns, beziehungsweise sparen wir uns nicht beim Staudamm, reißen dafür das weg. Müsste ja theoretisch hier alles laufen. Direktlieferung macht ihr auch nicht, genau, sehr gut. Sind die ersten da, Potasche? 4 Stück auf Lager, genau. 5, 3 schon reserviert, 2 noch verfügbar. Das heißt, die laufen jetzt an. Sieht man auch da. Der lädt jetzt ein. Internes Lager, was hoffen hier? 4 jeweils rein und 2 raus. Oh, das wird spannend mit nur einer Avocado. Das wird spannend im Ausgangslager. 4 und 4, das ist entspannt. Die Plantagen werden. Schauen wir mal. Avocado-Plantage. Terra Seemaschine hätte ich jetzt gesagt. Und Flug. Na, schauen wir nach. Ja. Darauf sollten wir einen trinken. Avocado. Plantage. Hermann, haben wir wieder irgendwelchen Abfall? Nein. Dr. Ali auch. Abfall sogar noch mehr? Nee. Seemaschine, Ferras, Flug. Da machen wir keine Experimente. Wir können jetzt hier mit dem Superphosphat hantieren. Mal auf Standard lassen, dann hauen wir euch mal weg und pushen mal eine, zu gucken, was bei rum käme, auch kommt. So, Tortillas haben wir jetzt hier auf Lager. Jetzt gucken wir uns die Tortilla-Route nochmal an. Aha, jetzt tauchen sie auf, okay. Tortilli LLAS Tortillas. Ist das Doppel-L? Doppel-L, ja, aber kein I da hinten. Hätte mich schwer gewundert. Wenn man das jetzt nicht auswählen könnte, dann wäre ja die ganze Mod etwas witzlos. Tortilla. Also, es passt nicht. Okay, damit können wir leben. Jetzt müsste eigentlich alles stehen. Routentechnisch. Sollen wir nur noch gucken, dass es produktionstechnisch aufgeht. Wir machen jetzt hier 17. Drüben machen wir welche bei Abfall. Wir kommen auf 20 bei 17, genau. Guacamole machen wir auch 20. Brauchen nur 17. Diese Pot-Geschichte müssen wir mal gucken. Machen wir 21 bei 17, das geht sich auch aus. Genau, dann gehen wir hier auf alles. Das müsste ja untereinander, hoffe ich, schön sortiert sein, die ganze Veranstaltung. Noch alte Welt, alte Welt. Da kommen jetzt gelehrten Sachen, da geht's los, Bananen. Also Tortillas passen, Guacamole läuft. Burritos, machen wir 25 zu 19, ja, ist auch gesund. Und 3 Avocados haut die raus. Ungepusht. Pushen wir dich mal. Ferras. Flug. Seemaschine. Wir brauchen 20. Heißt, mit 5 haben wir 25. Oh. Und die kriegen wir da schön reingesetzt. Machen wir aber mal folgendes da hinten schon mal zu.
Das hier würde ich auch zumachen aus Gründen. Jetzt können wir hier uns austoben. Mit einer Farm. Jetzt bauen wir es auch direkt hübsch. Der Traktor. So dran. Das Silofass so hin. Dann hier raus. Zweite dran. Okay. Du kommst weg. Du kommst auch mal weg. Mal dann nochmal eins rein. Ah, schade. Müssen wir es verschieben. So, sind nur noch alle drin. Was jetzt nice wäre, da unten. Nee. Gehst du eins höher, jo. Geht ihr auch alle eins mit hoch? Jetzt? Och nö. Okay, kommt da eine hin. Weil wir brauchen ja nur fünf. Das heißt, da nochmal zwei rein. Keine Angst, die Straßen kommen noch weg. Höher. Leben am Limit, bitte. Muss ja machbar sein, da unten. Jetzt dann wenigstens eins reinzusetzen. So. Die Reichweite vom Tankhof, jo, die ist mehr als gegeben. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. So, müssen wir eigentlich nur noch die Felder ziehen. Das heißt, im Umkehrschluss hier machen wir auch mal zu. Dann haben wir hier genügend Platz für Felder. Das hier unten machen wir auch mal weg. Gut, ist jetzt nur ein Lagerhaus. Das wird dauerhaft überlastet sein. Außer ich in der Gegend da noch eine Straße runterzuziehen. Ja. Gut, dann donnern wir mal die 192 Felder da rein. Feststellen, wie viel Platz wir eigentlich noch übrig haben. Ich glaube, die bauen wir komplett auf 200% aus jeweils. Selbst dann haben wir noch Platz frei, vermute ich schwer. Das ist jetzt eins. Man kann ja Shift gedrückt halten, dann kann man bis zu 100 Modulen über der Grenze bauen. Jetzt hier, zack. Dann sagt er gleich hier unten 280, 292. So, das wäre das zweite erst. Da oben sehe ich das, was fehlt. So.
So, da fuhr jetzt gerade wieder irgendwas Lautes durch die Straße. So, jetzt will man gucken, dass man da hinten auch, weil das wird die halt kleiner. Was soll's. War halt noch so einigermaßen, dass es nach was aussieht. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Doch kleiner macht. Der war auch irgendwie komisch, Moment mal. Wir bauen erst die Grenze zum Strand. Dass wir da mit Bäumen einen Abschluss haben. Also jetzt wieder nicht nachvollziehen kann, warum die Maus so Probleme macht. Ah gut. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. So. Dann wäre hier nämlich zu. Bauen wir dich einfach mal 192 und der andere wird größer oder umgekehrt. So, du hast deine 192 Felder. Und das hier dürfte auch passen. 150. Ich hab 69. Uff. Gut, klauen wir dir halt noch ein paar. Ich tue deine wieder weg. Will man dich da hinten rein, ja. Ich ebenso. So, du wärst jetzt auch fertig. 192, genau. Und der wird dann wieder größer. Der Effekt ist gerade geil, wie wir es machen. Das ist eine wahrhaft. Jetzt kommen wir auf 23. Was haben wir gebraucht? 20 oder so? 20, 23. Ja gut, es läuft aber auch noch nicht rund. Die laufen ja mit 500 was weiß ich was Prozent. Der hier muss ich erstmal noch dran gewöhnen. Dass er jetzt mit 100 Vermagerung hat, 200, 300, 400, 500, 540 Prozent. Alle 22 Sekunden kommt da was raus. Ursprüngliche Produktionszeit ist... Nimmt der das nicht so wirklich mit? 23 Sekunden, wie sieht es hier vorne aus? Dann gucken wir doch einfach da rein. 2 Minuten! Ach du liebe Zeit. Von ursprünglich 2 Minuten gedrückt auf 22 Sekunden. Grüß dich, Sora. War im Tunnel. Oh Gott, hatte gerade Werbung. Hier jetzt, vom Stream. Ach du liebe Zeit. Dass die Firma überhaupt noch lebt.
Jetzt machen wir hier Avocados oder wie manche sagen, die Avocado. Schöne Mod, gefällt mir. Was ich jetzt aber noch klären würde gern ist V2. Wird es jetzt hier zu Problem oder erkennt der automatisch? Nö, der erkennt automatisch Hoplan im Burrito. Sehr gut. Ha. Genial. Ich glaube nicht, dass sie Gewinn machen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja da von den... Was sind die schon ausgestiegen? Die dubiosen Brüder aus Berlin. Samba United Internet, die damals mit Yamba sind, so haben sie abkassiert das erste Mal. Ich glaube, das habe ich mal erzählt, ziemlich dreckiges Geschäftsmodell. Mir ist mal, also das erste Mal Kontakt hatte ich mit, oder aufmerksam wurde ich auf das, was die da machen, als ein sehr bekannten Zigarrenladen in Düsseldorf, der auch einen Online-Shop betreibt, dem seinen Shop 1:1 kopiert haben und so dreist oder so blöd waren, im Quellcode nicht überall den Firmennamen zu ändern. Das ist halt schon dreist. Genau, und die wurden mit Yamba, haben die das erste Mal abkassiert, die irgendwas Samba-Brüder. Und die haben dann Zalando und den ganzen anderen Dreck, was hinten dran kam. Also eigentlich 90% der Werbung, die auf Sat1, RTL und Co. läuft, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die mitspielen oder mitgespielt haben, je nachdem, ob sie schon raus sind oder ob sie kurz davor sind auszusteigen. Und das war nicht United Internet, das war Rocket. Das habe ich jetzt verwechselt, sorry. Das war Rocket Internet, sorry. United Internet ist ja das andere mit 1:1 und Co. Rocket Internet heißt der Laden, meine ich. Jetzt schaue ich es aber mal nach. Samba, genau, Samba. Rocket Internet heißt der Bums. Ah, ganz sympathisch, was sie machen. Sind auch in die Börse gegangen, haben dann irgendwie, was weiß ich, was für eine Option gezogen, haben gesagt, hier, entweder ihr verkauft jetzt alle Aktien zu dem Preis, den wir jetzt festgelegt haben, oder es wird halt wertlos. Lauter so ein Misch ziehen die da ab. Plus halt 1:1 kopieren vom Quellcode. Die gucken sich halt an, okay, welche Produkte gibt's, in welchem Segment sind die, welchen Shop gibt's, wer ist da am umsatzstärksten, wie sieht der aus, wir kopieren es 1:1 mal in andere Grafiken rein und fertig. Sollte mal nur ein Quellcode ein bisschen mehr ändern wie der Firmenname. Oder wenigstens den mal rauslöschen, den alten, dann fällt es halt nicht auf. Das ist schon... Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Da können wir keine Bäumchen mehr setzen, nur. Da auch nicht, jo. Ja gut, dann machen wir jetzt wohl hier Burritos. Nee, doof sind sie nicht. Man muss einfach dreist sein. Man muss einfach nur dreist sein und ich glaube, man kann gewissenlos sagen in dem Zusammenhang. Guten Gewissens. Plus ein aggressives Marketing. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner... Doch, mach Gewinn. Naja. Naja. Wenn ich mir das so anschaue, bei Statistika plus minus null.
Also Q2 23, 56,6 Millionen Gewinn. Dafür im Q1 38,5 Verlust. Q4 22, muss man aber auch bedenken, ist Weihnachten und so weiter. 99,5 Gewinn. Q3 22, 35,4 minus. Q2 14 nur plus, dafür im Q1 22 minus 61,3. Ja, meine, die nur in der Corona-Zeit Gewinn macht und das konsequent von Q2 bis Q, Q2 20 bis Q2 21. Genau, Q3 21 war dann schon wieder ein Verlust. Das finde ich ja krass, wie das schwankt. Also normal kennt man es ja, okay, am Anfang mache ich immer Verlust, irgendwann kommt dann so dieser leichte Aufwärtstrend, aber das ist ja so, als würde ich jetzt einen Bleistift nehmen und sagen, okay, entweder fällt er links oder rechts. Die eine Seite ist Gewinn und die andere ist Verlust. So sieht's aus bei denen. Moment, ich poste mal im Chat. Ist ja Statistiker, das kann man guten Gewissens hier reinhauen. So. Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, ohne Corona nicht. Ich würde sagen, die gibt es nur noch, weil es Corona gibt. Wenn man sich mal anschaut, Q1 20 war ein Verlust von 86,4 Millionen. Das ist krass. Dann muss man sich halt fragen, wo kommt der Gewinn her? Kommt der, weil es mehr Umsatz gab oder weil es wieder irgendwas? Ja, dank Sparmaßnahmen, ja. Steht so ein Artikel im Handelsblatt. Ist auch krass. Die machen aus einem Umsatz von 2,56 Milliarden nur 57 Millionen Gewinn. Ach, nur so viel hat meine fünfte Yacht gekostet. Ja, bei mir war es die vierte schon. Da war ich aber auch knapp bei Kasse in dem Quartal. Da lief es nicht so mit Subs, ja. Und der Lambo musste auch wieder getankt werden. Deswegen haben wir alle am Hungertuch knackt. Die Menschen lassen sie gesund sieht es nicht aus, ganz ehrlich. Das sieht nicht gesund aus für mich. Was gesund aussieht, sind hier die Avocados. Haben wir hier eigentlich Dünger überhaupt? Ja, Dünger lassen wir ankern über die Materialroute. So, dann gehen wir mal nach Havanna rüber. Wie ist denn da die Stimmung? Läuft das denn? Jo, hier gibt's Guacamole zum Abwinken. Nur mal reinschauen, ob auch das rund läuft. Ja, auf alle Waren. Ja, Kurbel, Kurbel, da geht's los. Also, zum Beispiel fangen wir oben an. Burritos machen wir 25 zu 19, das passt. Avocados 23 zu 20. Wo zeigt er mir das jetzt an? Tortillas passt. Guacamole passt auch. Ja, das läuft rund. Das läuft rund. Gewürze lassen wir hier ankern. Ich weiß gar nicht, für was brauchen wir hier Gewürze. Was fürs Mezcal oder so? Nee. Kaugummis kann ich mir auch nicht vorstellen. Maske macht keinen Sinn. Was brauchen wir denn da? Parfum? Ah, hier unten für ein Chili. Für die Chili-Soße, genau, da brauchen wir die Gewürze aus Embesa. Echt eine interessante Mal, also die gefällt mir. Die Schüssel haben wir ja zum Abwinken. Und die Guacamole bis jetzt.
Die kommt halt so, wie sie reinkommt, wird sie wieder da hinten rauskauen. Aber in Summe haben wir mehr. Vielleicht irgendwann müsste ein Überschuss da sein. Irgendwann. Mich aber wundert, dass der das hier so... Ah ja, jetzt zeigt das an, okay. Beim Mais ist das. Mais war mal genau das, was wir brauchen. Gut, wir machen zu viel Burritos jetzt. Also wenn wir auch irgendwann wieder Maisüberschuss haben. Wo waren die Rohmaterial-Pott-Geschichte? 21 zu 17, das passt auch. Jetzt könnte man noch sagen, Holz. Kann man guten Gewissens sagen, wenn man zu wenig Holz. Ach nö. Moment, das klären wir anderweitig. Schwarzwald. So, wir machen genügend Holz. Jetzt machen wir genügend Holz. Nee, da wohnen ja keine Bauern. Das können wir guten Gewissens machen. Hier wohnen keine Bauern, hier wohnen nur Handwerker. Und die wären nicht beeinflusst von der Geschichte. Würde da jetzt ein Bauer wohnen, der hätte so schlechte Laune. Können ja mal einen bauen aus Spaß. Wo setzen wir denn hin hier? Da rein, dass wir jetzt nicht noch groß was abreißen müssen. So. Der wird hier schon mit Zufriedenheit minus 18, weil Arbeitspensum. Gut, die Zeitung hat jetzt nicht so den Einfluss auf ihn. Lebensqualität mal freischalten. Der wird trotzdem schlechte Laune haben. Aber so glücklich wird er nicht. Ja, Bauern minus 5. Steigt jetzt noch, aber der wird nicht über 10 rauskommen. Die Menschen lassen sie hochleben. Hat aber keinen Bauern. Oder keine Bauern hier bauen. Bauernhäuser stehen haben, je nach Sichtweise. Können wir das mit dem Assi-Booster machen? Genau, minus 18 wird es kosten. Sägewerk könnten wir auch noch pushen. Könnten noch die Fischereien pushen. Arbeiter, wir könnten noch mehr Ziegelsteine raushauen. Noch mehr Salpeter, noch mehr Kohle. Bei den Handwerkern sollte man nichts machen. Können wir bauen, dann haben wir keine Produktionsketten. Und Ingenieure haben wir auch keine. Das heißt, wenn es mal wirklich eng werden würde. Also ich mache das sehr ungern mit diesem Assi-Boost. Manchester ist zum Beispiel eine Insel, da wohnt gar keiner. Da könnte man alles boosten, ohne schlechtes Gewissen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Ich glaube auch, das mit dem Holz wird irgendwann immer gebraucht. Wundert mich aber, dass wir da so ein Minus haben. Wo kommt das her? Wir haben 60 Holzfäller im Schwarzwald. Was haben wir denn dazu gebaut in letzter Zeit? Kann jetzt nicht sein, dass... Na gut, wir brauchen da unten ein bisschen Holz, das ist richtig. In Holguin. 21 brauchen wir. Na, 21 Holz und 21 Holz. Ah, diese Pott-Geschichte wird ja auch irgendwann zurückgehen. Drei reichen nicht. Wir müssen schon 4 setzen von dem Aschenhaus. Und wo ist jetzt hier attraktiver? Die Menschen lassen sie hochleben. Achso, weil wir Bäumchen gesetzt haben wahrscheinlich. Genau, die Tortillas werden hier weggekarrt. Die Avocado auch. Wir haben noch ein Schiff hier ohne rumstehen.
Das Guacamole-Chef. Das Karma wieder zurück. Falsches Fenster. Bestätigen. Ich will keine Route mit dir machen. Das kann man wieder zurück nach New York. So. Ja, doch, die gefällt mir. Die Mod gefällt mir sehr. Braucht nicht viel Platz, ist aber, ich finde, hübsch. Ist realistischer. Also, klar, Rind haben wir ja ersetzt durch ein Item, dass man da Fischöl nehmen. Da könnte man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Was dann? Hier durch den Molemeister brauchen wir halt Rindfleisch. Nicht, sondern Fischöl. Eigentlich wäre es Rind, oder fangen wir hinten an. Durch Holz machen wir Potasche. Potasche mit Mais zusammen ergibt die Tortilla. Das ist auch richtig soweit. Dann Gewürze aus Imbiza plus die Avocado gibt die Guacamole. Oben noch Rind dazu und dann haben wir einen schönen Burrito. Ich hätte jetzt nur gedacht, das wäre eine separate Produktion. Ah, das ist die alte, das jetzt finde ich geil. Ja. Jetzt gucken wir mal. Muss man noch eine Mod aktivieren? Falls ja, welche? Pineapple wird mich noch jucken. Ja, auch in der neuen Welt. Ananas, also mit Zucker. Bei Zuckerrohren Zucker. Zusätzlich irgendwas Fisch. Das kann ich nicht deuten da oben. Gibt es wohl einen Sack, irgendwas die Richtung. Ananas rein und... ob das dann Ananassaft wird oder so. Pineapple Plantage, Pineapple Greenhouse. Spannende Frage ist halt, wer es braucht. Die habe ich nämlich heute entdeckt. Die Pineapple Luxury Good. Pineapple as a luxury production chain, der hat, also es gibt zwei Ressourcen in der Kette. Sugar Reserve Pineapple Luxury Code for Investors. Oh ne, da lassen wir die Finger mal erst davon. Wird freigeschaltet bei 150 Investoren. Sowie 1000 Obreros. In the future I will change it. Okay, er will es in Zukunft ändern, dass es 150 Investoren, damit alles geht. Sollte man gerade noch haben, aber wenn es da um die Investoren geht, ungern. Ich meine, das mit dem Burritos war jetzt okay, das ist neue Welt und fertig. Nee, dann machen wir die heute mal nicht auf. Wie gesagt, die Jakob-Geschichte ist mit dem Black Tea. Es ging nicht. Kaffee und Tabak in Besa. Ah. Subway Network, das wird auch noch ein Spaß in New York, das einzubauen. Und in, vor allem in New York, in London sehe ich es nicht so dramatisch. New York wird ein Problem. Ja, kann man eigentlich so lassen. Das hier, Black Tea. Gutes Kaffee und Tabak könnte man mal in Imbiza uns anschauen eigentlich.
Wobei, brauchen wir wirklich Kaffee in Besa? Passt das? Passt das überhaupt? Kaffeeanbaugebiete, Weltkarte. Im Äquator rum gibt es Kaffee, das weiß ich. Ah, passt das so? Genau, es gibt diesen Kaffeegürtel. Kongo, Angola, Tansania, Sambia, auch Südafrika unten sogar. Madagaskar, Mosambik, Kenia, Äthiopien. Dann hier Nigeria bis vor Sierra Leone. Und klar, Brasilien, Kolumbien, Bolivien, Venezuela, Mexiko, China, okay, Indien, Myanmar, Thailand, das hätte ich jetzt nicht vermutet, Indonesien, ja. Könnt's bauen. Ich hatte die mal nicht mal offstream angeschaut und habe aber nicht alles gefunden. Brauchen aber. Ja, komm. Ja, uns rein. Gucken wir uns das Ding an. Coffee und Tabakko in Envisa von Taludas. Schade, dass das mit dem Black Tea nicht funktioniert. Muss mal gucken. Wird genauso sein mit dem Old Stadium. Den habe ich auch kontaktiert. Ich habe es mal gesagt. Die Antwort war dann, ja, dann soll ich es manuell installieren, dann wird es gehen. Kann mir die Modio-Geschichte sparen. Dass ich danach manuell wieder ran muss. So, Kaffee und Tabak in den Besa. Einmal aktivieren und fortsetzen. Danke. Ich meine, ich habe den Kaffee gefunden und den Tabak nicht oder umgekehrt. Irgendeinen von beiden hat er mir auf jeden Fall nicht damals angezeigt. Aber vielleicht kollidiert es mit einer anderen Mod. So, jetzt können wir die Segel setzen. Dann gehen wir mal nach Envisa rüber. Ich meine, die Burritos, wenn sie jetzt verteilen. Können wir uns mal Envisa anschauen. Mein Sohn hat mich gewarnt, dass sie gerne Tauschhandel treiben. Da finde ich nur einen Kaffee. Die Menschen lassen sie hochleben. Da finde ich nur einen Kaffee.
Da fehlt der Tabak. Gut, man könnte hier ein bisschen Deko-Kaffee machen. Die Frage ist nur, wo? So mal eine Insel, wo wir Platz haben hier. Dakar haben wir doch Platz. Also auch mal wieder ziemlich einfach und stumpf. Traktor dran und Silo dran, was Dünger braucht. Dann haben wir eine Kaffeerösterei. Was haust du hinten raus? Tausch Kaffee raus. Ist das aber anderer Kaffee oder ist das der gleiche Kaffee? Der andere Kaffee. Die Menschen lassen sie hochleben. Und wer braucht denn? Die Ältesten scheinbar schon mal nicht. Die Hirten auch nicht. Weil wenn das jetzt die Investoren hier wegknallen, dann wird's hart. Auch nicht. Nein, ich drücke mal rein. Titelbildschirm, Mod Browser. Boah, dass der das immer nach Trend sortieren muss oder irgendein Quatsch. Normale Bedürfnis. Was, irgendwas mit Kaffee. Ja, aber es war nicht wirklich. Es sah anderweitig aus, das Symbol. Als erst was Zusätzliches. Das war größer. Okay, hier finden wir das Kaffeesymbol, ja? Schau an. Ach, das ist okay, die Beschreibung ist. Der Kaffee ist in Besa und in der neuen Welt, aber wo ist... Der Tabak? Und das ist ja Kaffee in Besa, unbestritten. Mit hier Leinen und oder Flachs oder wie es heißt. Und dann gibt es hier hinten Kaffee im Sack. Nimmt sogar das Andenset-Net schön. Dann gibt es die Rösterei und die bauen wir wieder rum. In der neuen Welt. Weil da unten sieht man Tortillas, Melonen. Das sieht nach neuer Welt aus, Nähmaschinen. Passt auch zu den Ölquellen und so weiter und auch den Bäumen, das ist neue Welt. Dann haben wir das hier mit Kaffeetasse und Baumwolle. Also mit Baumwolle, auch mit Baumwolle, Baumwollstoff wird Kaffee oder wir machen es über Flachsleinsamen und so weiter. Aber es wird nirgendwo Tabak gezeigt. Das macht mir ein bisschen stutzig. If you like this mod, want to support me? Ja, Kofi Link. Okay, alles klar. Das ist einfach nur how to use, sprich wie installiere ich. Normal version with Coffee Roaster, Christ, Liner or Cotton. Leinen oder Baumwolle, genau. Light version where the coffee roaster and Besa use line cotton only default option. Super light version. Farmers only, sein Label. Modified the coffee production chain to use New World und Leinen in Besa, genau.
way to show that the coffee is packed. Ja, damit er eigentlich kürzt nämlich einen Säcker. Das finde ich nämlich das Spannende dran, dass es halt hier verpackt wird. Weil er dies nämlich so macht, in dem Besa ein bisschen Kaffee produziert, in dem Sack verpackt und rübergeschickt nach, nach Kuba. Und dort dann, wenn es zwei verschiedene Items sind, auch ein bisschen, Moment, wir gehen nochmal rein. Geh nochmal rein. Er hat es ja hier Kaffee genannt. Genau, es heißt auch Kaffee. Ah, das Symbol hat sich geändert, okay. Ja, ist einfach nur eine andere Produktionskette. Also eine. Heißt aber im Umkehrschluss, dass der uns jetzt die Kaffeeröstereien hier zersammelt. Nee, Baumwolle. Baumwolle und Kaffeebohnen. War das vorher auch schon so? Stimmt, wir müssen jetzt Baumwolle machen. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Weiß. Brauchen wir keine. Jo, dann randaliert halt im Schwarzwald. Stimmt, vorher waren es nur Bohnen, jetzt kommt die Baumwolle dazu. Ja, Moment. Da müsst's ja. Hehe. Hehe, dann brauchen wir da unten ein separates Symbol suchen, sondern dann suchen wir einfach nur die Zigarrenproduktion. Da hat sich nämlich nichts geändert. Okay, Anastrom, wie viel Baumwolle brauchen wir? Alle Inseln, Zwischenprodukt, Baumwollstoff. Uff, auf keinen Fall. Auf keinen Fall zimmer ich irgendwo noch 100, sagen wir 30, eher 40, weil Puffer Baumwollstoff hin. Genau. Nee. Nee. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Ist nett von der Idee, definitiv. Definitiv. Mein klar, man könnte hier in Ibiza jetzt Kaffee machen, aber da müssen wir über Leinen gehen. Ist genauso. Dazu müssten wir vorher Flachs anbauen. Das heißt, wir bräuchten Flachs, Leinenwebereien und kommen dann an Kaffee. Wobei Ibiza Kanäle ziehen und so weiter wieder. Nee. Leider nein. Also für den Spielstand jetzt eher ungeeignet, finde ich. Noch mehr Leinen, genau. Das ist jetzt halt die mehr Baumwoll, Baumwollstoff oder mehr Flachs, mehr Leinen. Beides ziemlich. Aber von der Idee her definitiv eine geniale Mod. Wobei ich mich immer noch frage, wo die Zigarren bleiben. Das ist mal der Tabak. Flachs ist noch okay. Das kann man pushen bis zum Abwinken. Aber Leinen, ja. Das ist halt. Die brauchen halt Platz. Moment, wenn ich mir überlege. Das ist schon unsere Leinenproduktion, glaube ich. Ja, Leinweberei. Da kommt bei rum 192. Und jetzt können wir die Hälfte nehmen. Das heißt, wir bräuchten nochmal 20 Leinenwebereien. Und dementsprechend auch noch ein Flachs davor. Nee. Schade. Schade, Mod. Schade. Wobei, Moment, nochmal überlegen. Nee. Nee. Das ist quasi, wenn Kaffee aus dem Besa kommt, komplett den Leinen verdreifachen, ja.
Ich meine, es wäre hübsch, so ein, zwei Kaffeeplantagen hier haben, so als Deko. Aber der verhagelt uns ja drüben in Havanna, die Mod leider dann die Eingangswache. Das ist halt das Problem dran. Ich wüsste auch nicht, wo man die Baumwolle noch in der Masse herbekommen soll. Platztechnisch. Nee. Ich deaktiviere die wieder. Bräuchte man nicht so viel Kaffee? Definitiv genial. Also wenn man das so klein hat, wenig Investoren, eine Top-Mod. Aber für uns leider... Schade. Schade. Was machst du denn? Hm? Kaffee und Tabakko, da oben. Deaktivieren und Meister auch schon raus beim Abo, weil das will man in dem Let's Play definitiv nicht hinbekommen. Hätte man so von Anfang an, also bei null angefangen mit dem Let's Play, mit der Mod, hätte ich gesagt, jo, irgendwie zimmern wir es hin. Ah, das wird ein riesen Gefummel, das da hinten irgendwo noch reinzuhauen. Deswegen leider geht's die Abo raus. Aber wir haben ja von Taludas die eine oder andere Mod schon. Unter anderem die Burrito-Geschichte. Deswegen. Was das? Wie gesagt, die Black Tea geht nicht. Da werde ich Kontakt aufnehmen, was da Phase ist. Wenn nicht, fliegt die auch raus. Das Old Checks rum. Überlege ich mir nochmal. Ich würde aber sagen, heute mache ich es ein bisschen kürzer. Es sind nur zwei Folgen. Ich mache mal einen Schnitt für YouTube und sag mal, bis morgen kommt eine neue Folge. Auf dranbleiben. Bis dahin. Tschüss.